Und nun aber gibt es noch etwas, womit man dieses Modell erweitern kann. Wer hat eine Idee diesmal? Genau, also die Medien. Ja. Das heißt, es gab vor ein paar Jahren den Vorschlag, dass die Medien das Dreieck erweitern sollten um ein Viereck. Das war zumindest mal ein kreativer Vorschlag. Aber wenn Sie mich fragen, ich glaube, die Medien gehören eigentlich in die Mitte des Dreiecks. Und damit zu visualisieren, dass eigentlich jede Interaktion zwischen Lehrerinnen und Lehrer, zwischen Schülerinnen und Schüler, Lernenden und natürlich auch dem Lerngegenstand mittels Medien geschieht. Also man könnte auch andersrum formulieren, kein Lernen ohne Medien. Und um diese These zu stützen, können wir mal einen Blick in die typischen Medien werfen, die wir nicht nur in der Schule, aber eben auch in der Schule in pädagogischen Kontexten verwenden. Denn streng genommen gehört natürlich auch die Sprache dazu, die würde ich hier jetzt trotzdem nochmal eingeklammert lassen, also eben grau formatiert. Nur definitiv ist die Schrift natürlich ein Medium, darüber hatten wir uns ja unterhalten, nämlich das erste technische Medium, streng genommen. Und natürlich auch Bilder, Grafiken, Animationen und so weiter und natürlich auch klassische Hilfsmittel, hier mit Absicht auch nochmal den Overhead-Projektor, der wahrscheinlich, wenn Sie irgendwann mal in die Schule kommen, wahrscheinlich immer noch in fast jedem Zimmer, in jedem Klassenzimmer stehen wird. Aber natürlich auch digitale Tafeln, jegliche Form von digitalen Medien und natürlich auch weiteren Medienfunktionen, also schuleigenen Tablets, Schülerinnen, schülereigenen Tablets und Ähnliches. Wichtig an der Stelle ist mir nochmal zu betonen, und deswegen habe ich das hier blau hervorgehoben, dass es grundsätzlich nicht darum geht, auch wenn wir sozusagen uns Mediendidaktik und damit sozusagen die Medien in der Didaktik betonen, dass es nicht darum geht, dass Unterricht mit zum Beispiel digitalen Medien per se besser ist. Überhaupt nicht, sondern die Idee ist, und deswegen habe ich Ihnen mit Absicht das didaktische Dreieck vorgestellt, der wesentliche Punkt ist bei der Mediendidaktik immer die Frage, also die Betonung auf der Didaktik. Also die Wahl der Mittel ist immer davon abhängig, mit welchem Lerngegenstand habe ich es zu tun, mit welchen Schülerinnen und Schülern, mit welchen Lernenden habe ich es zu tun, was sind meine persönlichen Möglichkeiten und Grenzen, auch in Bezug auf das Medium. Und sozusagen aus dieser Gesamtanalyse ergibt sich dann die Wahl des geeigneten Mediums. Und das kann Digitales sein, da stecken ganz viele Potenziale drin, aber das muss es nicht. Und um dem nochmal nachzuspüren, versuche ich auch jetzt, so zumindest zur Annäherung, wir hatten ja schon über den Begriff der über die Konvergenz gesprochen, das heißt also, wenn Medienfunktionen in einem Medium konvergieren, das Tablet, wenn Sie bei den Videos, wenn es darum geht, Lehren und Lernen in der Praxis, da wird das Tablet relativ zentral sein, das liegt daran, nicht weil das Tablet mein Lieblingsmedium ist, vielleicht auch, aber weil es tatsächlich ein unglaublich breit einzusetzendes Medium ist, weil es unglaublich viele Medienfunktionen in sich konvergiert, in sich zusammenführt. Und deswegen versuche ich hier auch, also wenn wir uns erstmal über die Grundlagen der Mediendidaktik unterhalten, versuche ich, weil man könnte jetzt einfach von Tablets sprechen, aber es ist ja doch durchaus, wenn wir uns über die Grundlagen unterhalten, wesentlich, worum geht es eigentlich? Also um welche Medienfunktion? Geht es um Bilder beispielsweise? Geht es um die Möglichkeit, sich selbst aufzuzeichnen, handlungsorientiert zum Beispiel? Oder geht es darum, dank einer Animation einen Sachverhalt nochmal leichter erklären zu können? Oder geht es, wie ganz einfach hier, ist ja auch im Medium, dank der Tafel, die Möglichkeit, etwas Komplexes leicht zu visualisieren? Stellen Sie sich vor, Sie müssten beispielsweise im Mathematikunterricht, hätten Sie keine Tafel zur Verfügung und müssten
einen Kreis beschreiben, einen Kreis erklären, Schülerinnen und Schüler, die aber nicht wissen, wie ein Kreis aussieht. Gar nicht so einfach, glaube ich. Und da sehen Sie sozusagen, dass es erstmal hilft, wenn wir uns über die Grundlagen der Mediendidaktik unterhalten, dann im Wesentlichen erstmal die einzelnen Medienfunktionen sich anzuschauen. Und dazu habe ich Ihnen hier eine mit Absicht ein älteres Schaubild mitgebracht von Hilbert Meyer, der nämlich hier nochmal alle Möglichkeiten zusammengeführt hat in einer Grafik, die wir haben, zum Beispiel Unterricht oder auch andere Lehr-Lern-Kontexte entsprechend hilfreich zu gestalten. Da sind dann auch, sehen Sie hier zum Beispiel, sind dann auch Lernobjekte, Originale dabei. Und Hilfsmittel sind, die Medien sind im Wesentlichen in dem Bereich der Hilfsmittel. Und Sie sehen, stören sich nicht an den Begrifflichkeiten, wie beispielsweise Fernsehgerät, Videoprojekt, Atombandgerät. Das weist genau darauf hin, dass viele dieser Funktionen mittlerweile in digitalen Medien konvergierten, aber es durchaus nochmal inspirierend sein kann, diese Funktionen hier differenziert zu sehen. Also sonst könnte man einfach sagen, lasst uns mit Tablets arbeiten, aber diese Funktionen geben uns eine Idee, wie man mit Tablets im Unterricht arbeiten kann. Also das als Beispiel.